ihr Lieben, weil ganz viele danach gefragt haben, was wir in Luisas Schultüte reintun und was wir sonst ihr noch so schenken und wie ihre Schultüte aussieht, habe ich mir gedacht, mache ich einfach ein Video davon. Luisa hat ihre Schultüte selbst im Kindergarten gebastelt. Normalerweise wollten wir eine kaufen, aber sie hat eine selbst gebastelt im Kindergarten, hat sie auch fast ganz alleine gemacht und sie durfte sich da alles selber aussuchen. Das fand ich total schön und die zeige ich euch jetzt mal. Das ist diese hier. Also sie hat sich das genaueste Vorstellung davon gehabt. Sie wollte dann Schmetterlinge und hat sich diesen Schmetterling, da oben steht ihr Name. Hier ist so eine Ranke dann, haben die so drauf gemacht. Und hier oben hat sie dann Wiese gemacht und hier oben, das hier oben soll dann der Himmel sein. Ja, das ist dann, so sieht die aus. Die ist ganz schön geworden, gerade mit dem Weiß und dem Lila finde ich das richtig schön und dem Pink. Ja, und dazu haben wir noch so eine Schleife hier gekauft, die wir dann oben an dieses, also ich glaube, ihr wisst ja bestimmt, was ich meine, das machen wir hier oben dran, weil das ist jetzt nur provisorisch festgemacht mit so einem Band. Und dann hatte ich gesehen, bei Real gab es das, das ist hier so eine Schleife, die, damit kann man dann, das sind so zwei Bändel dran, kann man das so schön festmachen und dann zusätzlich nochmal, passt auch ganz schön zur Schultüte. Ja, und wir machen in die Schultüte nur Süßigkeiten rein und Geschenke bekommt sie dann zu Hause. Wir füllen die Schultüte aber nicht, also wir machen da nicht so extrem viel rein, weil wir wollen die Schultüte gerne noch behalten als Erinnerung. Und bei Laura damals war die so voll, dass sie nachher ganz kaputt gegangen ist. Und deswegen mache ich so viel rein, wie reingeht und die restlichen Süßigkeiten. Also ich mache nachher halt so einen Tisch zu Hause, wo ich ihre Geschenke drauf packe und dann verteile ich halt den Rest der Süßigkeiten, falls da nicht alles reinpasst oder die Schultüte zu schwer sein soll. Ja, jetzt zeige ich euch, was wir da alles reintun. Also ja, ich zeige euch das jetzt erstmal. Also ja, Kinderjoy tun wir da rein, das mag Luisa sehr, sehr gerne. Also wir machen jetzt nur die Sachen rein, die Luisa halt wirklich am allerliebsten mag. Wobei sie gar nicht so viele Süßigkeiten isst, aber ein paar Süßigkeiten muss man ja reinmachen. Dann Celebrations, aber da isst sie auch jetzt nur Mars, Twix und Snickers von. Die werde ich dann rausnehmen und werde die dann in die Schultüte packen. Dann hier von Hitler, diese mag sie auch ganz gerne. Dann haben wir hier so Smileys. Sind so Schokoladensmileys, sowas liebt sie. Da packe ich ein paar in die Schultüte und ein paar als Dekoration hebe ich auf. Dann diese beliebten Lippenstifte als Lutscher, mag sie auch sehr gerne. Mache ich auch auf und packe die dann einzeln in die Schultüte. Dann diese Lutscher, die sind von Karls Erlebnisdorf und die isst Luisa auch sehr gerne. Weil wir waren ja jetzt in Urlaub und da hatte sie sich so einen Lutscher mal gekauft und dann habe ich gedacht, packe ich den auch in die Schultüte. Tic Tac, auch sehr beliebt bei Luisa. Dann dieses kleine Nutella hier mit diesen, wie so Grissinis sind ja da drin. Dann Kinder Country, aber da werde ich auch nicht alle reinpacken, nur so ein paar Stück. Weil, wie gesagt, wir wollen die Schultüte ja auch nicht so voll machen, damit sie auch wirklich noch heil bleibt als Erinnerung. Dann sind das hier so Spunk, heißt das. Ich nehme an, das sind so kleine Lutschbonbons. Und dann Simpsons, das sind auch so kleine Bonbons. Mentos. Dann Fritt. Huba Buba, das mag Luisa auch super gerne. Das ist Kaugummi, das sind so rosane Kaugummis. Dann hier so Sticks. Nochmal so ein Lutscher, das ist so, den kennt ihr bestimmt von früher noch, das ist so ein Lutscher. Da ist so eine Pfeife dran, wenn man den aufmacht, da kann man so reinpusten und dann, ja, dann pfeift das halt so. My Melody heißt der, glaube ich. Nee, Melody Pops. So heißt das von Chupa Chups. Das hier weiß ich selber nicht genau, wie das ist. Was das ist. Das sind, glaube ich, so kleine
runde Gummibärchen und hier ist noch so Farbe, die man da rein spritzen kann. Also ich denke mal, die schmeckt dann so nach Himbeer. Ja, mal gespannt, was das ist. Dann wieder auch so kleine Bonbons, so Pastillchen. Dann Esspapier. Das liebt Luisa über alles Esspapier. Hier sind noch kleine Tüte mit allen möglichen Sachen drin. Die, denke ich mal, werde ich so verpackt lassen. Dann sind das so kleine Schokoladen hier von Dornröschen. Fand ich auch so niedlich, haben wir auch im Urlaub gefunden. Dann nochmal diese Zungentattoos. Finde ich auch niedlich. Ich finde das auch so cool, wenn man die auf die Zunge macht. Das mache ich auch manchmal, wenn wir die haben. Dann hat man auf der Zunge ja dieses Bild. Das finde ich echt süß. Das liebt Luisa auch. Super. Mega sehr. Das sind die sauren Stangen. Die mag Luisa sehr gerne. Das Einzige, was bei denen immer ist, dass da voll die Sauerei zu Hause macht. Wenn man die auspackt, da kommt der ganze Zucker, der da oben drauf ist. Also dieses Saure fliegt dann hier überall rum. Dann einmal diese Kakaostangen. Ja, und dann nochmal eine Tüte Mars, weil Mars ist Luisas absoluter Lieblingsriegel. Schokobons, aber da werde ich auch nur ein paar reinmachen und ja, die restlichen kann man einfach so essen oder halt als Tischdekoration. Dann diese Kaubonbons mit den Tattoos drin. Sonst mochte Luisa nie Tattoos, aber jetzt mittlerweile mag sie die und dann habe ich gedacht, dann holen wir noch so ein paar Kaubonbons. Mache ich aber auch, wie gesagt, noch ein paar rein. Und dann habe ich noch diesen süßen Elefanten gefunden, das so Schaumgummi, Schaumzucker nennt man das ja, glaube ich. Ja, also das sind jetzt die Süßigkeiten, die ich in die Schultüte packe. Wie gesagt, nur so viel, wie wirklich reinpassen, dass auch nicht zu schwer ist und dass die Schultüte auch noch heil bleibt. Und jetzt zeige ich euch noch, was Luisa sonst noch so geschenkt bekommt. So, das ist das Set von Playmobil, das bekommt Luisa, aber das bekommt Luisa von ihrer Schwester geschenkt. Das hat Luisas Schwester schon gekauft. Und das werden wir dann alles einpacken. Wie gesagt, ich mache dann so einen Tisch. Wir haben noch so einen kleinen rosanen Tisch, ich glaube, der ist sogar noch von Ikea. Den stelle ich dann ins Wohnzimmer, dann mache ich dann die ganzen Geschenke drauf und zeige ich euch gleich noch, was ich da noch zusätzlich drauf mache. Dann das Set hier von Playmobil. Fand ich auch so niedlich, dieser Roller. Dann von Lego dieses Set. Dann ein paar Armbänder. Diese. Ein kleines Schleichtier. Dieser Vogel hier. Dann nochmal Playmobil. Dann haben wir hier noch so ein Mein erster Schultag-Buch gekauft. Fand ich ganz gut, das ist so eine Erinnerung am ersten für den ersten Schultag. Stehen hier so Sachen drin. Das bin ich. Dann meine ersten Hausaufgaben. Da kann man da alles eintragen, verschiedene Sachen. Und das ist dann eine wunderschöne Erinnerung. Ja, kommt sie das noch? Dann haben wir hier In die Schule fertig los von Scout, ist das so ein Set. Das sind Lernbücher und da ist so eine Tafel dabei. Ich zeige es euch mal von hier hinten. Und da kann man dann immer mit so einem abwischbaren Stift, haben wir extra diesen Stift hier gekauft, kann man das eintragen und dann kann man das später wieder wegwischen. Das fand ich ja ganz schön. Dann von Lego Elves diesen Film. Den habe ich jetzt entdeckt und ich bin mal gespannt, wie der so ist. Weil Luisa guckt auch gerne diese Ninjago-Filme von Lego. Dann Hurra, ich komme in die Schule. Das von Koppenrad, das Buch. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und Luisa liebt ja Bücher über alles und deswegen wird sie sich bestimmt riesig darüber freuen. Dann nochmal Hurra, ich lerne zeichnen und malen, so ein kleines Heftchen. Das sind so ja, verschiedene Übungen drin, die man machen kann. Ja. Dann Anziehpuppen, traumhafte Tänzerin, nochmal ein Buch, so ein kleines Pixie-Buch. Da sind hier so Aufkleber drin und
kann man die Puppen hier mit den Aufklebern anziehen, fand ich auch niedlich. Und dann die Geschichte vom Bleistift, Radiergummi und Spitzer. Das haben wir schon für Laura früher gekauft und das ist ein wirklich empfehlenswertes Buch. Da geht es um die Geschichte vom Bleistift, Radiergummi und Spitzer. Und das ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Und Laura ist kein Kind gewesen, was gerne gelesen hat, aber diese Geschichte hat sie wirklich an einem Tag komplett durchgelesen. Das hat ihr so gut gefallen. Und wer sich dafür interessiert, das ist echt empfehlenswert. Dann Luisa ist ja also auch so ein kleiner Star Wars-Fan. Und dann hat sie diese Taschenlampe, haben wir noch dazu gekauft, dass ihr diese... Hier sieht man es ganz gut, das ist ja so eine LED-kleine Taschenlampe. Ja. Und das hat sie sich die ganze Zeit schon gewünscht von Playmobil, diese von Ghostbusters, den Stay Puft. Den hat sie sich die ganze Zeit, ich habe das jetzt richtig ausgedrückt, den hat sie sich die ganze Zeit gewünscht. Und dann haben wir gesagt, dann komm, schenken wir ihn ihr zur Einschulung. Und jetzt zeige ich euch noch was, das bekommt sie aber nicht zur Einschulung, das habe ich einfach so gesehen. Das ist eine Zeugnismappe und da sind extra so Klarsichtfolien schon drin und da kann man die ganzen Zeugnisse von den ganzen Jahren dann einheften. Und die haben wir vor kurzem gekauft, weil ich die ganz praktisch fand. Da braucht man nicht extra irgendwo anders abheften, das ist extra alles schon mit drin. Das fand ich auch schön. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie ich den Tisch dekoriere. Nach Luisas Einschulung gehen wir halt noch essen in ein Restaurant. Und da fahren wir auch einen Tag vorher hin und dekorieren dann den Tisch. Da haben wir gefragt, ob wir es machen dürfen. Und ja, da habe ich auch ein paar Sachen, das zeige ich euch gleich. Aber zu Hause mache ich ja diesen rosanen Tisch, wie ich euch gesagt habe. Und da kommt halt noch diese von Alles, Alles steht Kopf. Kommt noch diese Puppe drauf, dann Kindercola. Also nicht, dass ihr denkt, Luisa dürfte immer Kindercola trinken, obwohl das ja nicht schlimm ist, aber sie trinkt ja meistens Möhrensaft, aber ab und zu darf es auch mal eine Kindercola sein. Dann kommt hier noch so eine Wundertüte drauf, dann so eine Badekugel mit einem Einhorn, da ist eine Überraschung drin, mal gucken, was da drin ist. Dann kommt noch hier Luisa ist zauberhaft, so eine kleine Packung, da sind Gummibärchen drin. Dann diesen Einhornreif. Das sind nochmal so Schaumgummis, Schaumzucker. Einmal so ein Trollgetränk. Dann diesen Lutscher. Ja, Lutscher ist nicht auch so Schaumzucker drin. Dann nochmal Esspapier. Ich finde das jetzt so schön, das ist diese schöne Packung mit diesen Einhörnern. Dann ein Einhornluftballon. Und ein Einhorn-Dreh- und Trink. Die mag Luisa super gerne. Aber wie gesagt, darf sie auch nicht so oft, weil das ist ja halt nicht so gut, dieses Getränk. Ja, aber total niedlich. Das mache ich alles auf unserem Tisch mit den Geschenken zu Hause. Und in der Gaststätte, zeige ich euch jetzt, Moment, ich muss das gerade holen. So, wieder da. Und in der Gaststätte lege ich diese kleine Schultüte, die ist auch mit Süßigkeiten gefüllt, die war aber schon fertig so, lege ich so in die Mitte vom Tisch. Dann kommen dazu noch diese zwei Kerzen. Da mache ich aber noch pinken Dekosand rein. Und dann sitzen die so ein bisschen höher. Fand ich auch niedlich, die Kerzen jetzt zu Stifte. Und da kommt dann rechts und links diese beiden Stifte. Und dann haben wir noch, das sind so A, B, C, 1, 2, 3, die verteile ich noch auf dem Tisch. Nur aus Pappe sind die. Dann hier ist noch ein bisschen Streudeko. Da ist eine Schultüte drin und Buchstaben und ein bisschen Glitzer. Ja, die verteile ich dann noch so auf dem Tisch. Und dann kommt noch dieser Stift auf den Tisch. Da sind so wie so eine Art Jellybeans drin. Dann kommt noch auf den Tisch diese kleine von Schleich, diese Schlumpf, also Schlumpfine. Und ein Baby. Dann kommt noch dieses niedliche Stofftier auf den Tisch.
Und die Schultüte legen wir dann auch noch auf den Tisch. Fand ich auch sehr schön. Und zu Hause, ach so, ja, und diese Einschulungskarte bekommt sie, da so ein Lineal drin. Fand ich auch sehr schön. Und zu Hause, also ne, das kommt noch auf den Tisch in der Gaststätte. Ist auch nochmal so ein Ständer. Ja, und zu Hause machen wir, wo ich das aufhänge, weiß ich noch nicht. Das ist so eine Tafel, das ist eigentlich auch eine Girlande. Aber ich glaube, ich benutze nur die Tafel und lasse dann vielleicht so ein Teil so von der Tafel an der Seite runterhängen. Und wollte noch was da draufschreiben. Ist aber auch was Pappe, diese Tafel. Aber die wollte ich zu Hause irgendwie so hinhängen, aber das weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Ja, und dann haben wir noch hier so eine Girlande. Da sind so Schultüten drauf. Die werde ich auf jeden Fall noch aufhängen. Aber wie ich das jetzt ganz genau aufhänge, weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall an dem Tag, wo Luisa eingeschult wird, werde ich auf jeden Fall ein paar Momente für euch filmen. Und ja, was sie anhat und wie wir hier starten. Das werde ich auf jeden Fall festhalten, werde davon ein Video drehen. Ja, und jetzt wollten noch ein paar Leute gegrüßt werden. Sorry, aber ich musste gerade den Zettel holen. Das ist der falsche Zettel. Ein Moment. So, jetzt. Einmal die Janine Koch, Einhornwelt, Sarah Schulze, Nele K., Leas Live, Emily Erdbeer, Robbe Jul, Fiona, Angelina Gymnastik, Annika Schramm, Samira Nass, Serena Güngör, Lisa Hermes, Lenis Tierwelt und Malte Heufert. Sorry, aber es hat gerade bei uns geklingelt. Ich bin schon wieder unterbrochen worden. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass ich euch gegrüßt habe. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst uns gerne ein Abo da. Und wir sagen einfach bis zum nächsten Mal und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss!